Damit hier mal der kurze Test. Bin ich zu sehen und zu hören? Und ich sehe Nicken. Ich freue mich sehr, euch alle hier zu sehen. Die Sache auch mit der frühen Jugend ist halt gewesen, ich würde halt gerne alle Vorzüge genießen, gerade für eventuell eine Stadtratskandidatur. So. Das kann Spoiler sein für irgendwas. Mike, hast du Informationen? Sind wir drin? An dich. Könntest du mir von der Theke bitte einmal mein kleines rotes Zettelhalterchen halten? Ach, vielen Dank. Sehr nett. Hallo! Wir fangen natürlich jetzt an, um mal kurz ein bisschen mit euch zu schnacken, dass ihr euch vorstellen könnt, mit den Impulsprojekten. Da haben wir einmal Foodsharing, Umsonstladen, Wunderwerk und Fridays for Future im Gespräch. So, und da würden wir tatsächlich mit Phil Foodsharing anfangen. Hallo Phil. Ja, sehr gerne, hallo. Ja, du kannst gerne einfach mal ein bisschen von dir erzählen, seit wann es das Projekt gibt, was für ein Projekt kannst gerne einfach mal ein bisschen reden. Ja, genau. Also ich bin bei Foodsharing in Görlitz und Foodsharing an sich ist halt eine europaweite Initiative. Das heißt, Foodsharing gibt es seit 2012 und es ist dann immer so in Orte, also in Bezirke aufgeteilt. Und das Foodsharing-Team in Görlitz gibt es seit 2019. Gibt's das. Und ja, bei Foodsharing geht es im Prinzip einfach darum, dass Lebensmittelverschwendung verringert werden soll. Das heißt, hauptsächlich im eigenen Haushalt, also auf einer Seite im eigenen Haushalt, aber auf der anderen Seite halt auch von Supermärkten, von Bäckereien, von irgendwelchen Betrieben, wo einfach immer noch unglaublich viel Lebensmittel weggeschmissen werden, die aber einfach noch gegessen werden könnten. Und ja, das ist so das Hauptziel von Foodsharing, dass weniger Lebensmittel weggeschmissen werden. Genau. Und wie würdest du sagen, läuft das Projekt aktuell so? Also in Görlitz, ja, also wir sind halt eine relativ kleine Gruppe so in Görlitz, aber eine kleine Gruppe von engagierten Menschen. Und ja, genau, also wenn man sich jetzt andere Städte anschaut, da gibt es dann viele Betriebe, das heißt Kooperationen mit Supermärkten und so weiter. Das ist bei uns in Görlitz noch relativ klein, tatsächlich. Was wir haben, was auch ziemlich cool ist, seit ein paar Monaten haben wir einen Verteiler, der steht vor der Naturkostarche. Verteiler ist ein Ort, wo halt jede Person, egal ob man bei Foodsharing angemeldet ist oder nicht, Lebensmittel hinbringen kann. Und jede Person kann sich da Lebensmittel also abholen und es geht im Prinzip darum einfach, dass man Lebensmittel ja austauscht, wenn irgendwer was nicht mehr braucht, halt damit das ist, also damit es halt nicht weggeschmissen wird, genau. Das klingt so, als wäre das quasi ein Projekt, wo nicht unbedingt Interaktion direkt mit Menschen passieren muss, aber trotzdem mal die Frage, ob jetzt durch die Covid-19-Zeit irgendwelche Probleme aufgetaucht sind, mit denen man nicht gerechnet hat und ob ihr da gerade gut durchkommt. Wie sieht's da aus? Naja, also normalerweise haben wir halt einmal im Monat wirklich ein Treffen in Präsenz, also im Plenum, wo wir ganz allgemein organisatorische Punkte klären. Ja, und was auch normalerweise so ist, dass man irgendwelche Aktionen hat, um auf das Projekt aufmerksam zu machen. Also zum Beispiel beim Focus Festival letztes Jahr hatten wir auch einen Stand, um auf uns aufmerksam zu machen und auch auf Lebensmittelverschwendung aufmerksam zu machen. Und ja, das ist natürlich eingeschränkt, beziehungsweise fällt weg. Wir haben dieses monatliche Treffen natürlich jetzt online. Ja, es schränkt einen so ein bisschen ein schon und auch so die Motivation, dann sich da irgendwie so einzubringen. Aber sagen wir es so, es ist möglich und also wir sind da optimistisch, glaube ich, ja. Cool. Noch als vielleicht letzte Frage an dich.
Du hast es ja schon gesagt, was dich am meisten motiviert ist, dass nicht mehr so viele Lebensmittel verschwendet werden. Gab es für dich so einen ganz persönlichen Impuls, wo du gesagt hast, boah, das muss her, vor allem jetzt hier bei uns? Naja, also wenn man sich einmal schon allein so irgendwie so Zahlen anschaut oder so Videos, Bilder anschaut und wo man dann irgendwelche Container sieht von irgendwelchen Supermärkten, wo dann so unglaublich viele Lebensmittel drin sind, die einfach weggeschmissen werden und die man noch essen könnte. Also das gibt mir genug Motivation, wo ich dann so sage, das geht echt nicht und da muss man was bewegen. Und dafür sehe ich das als eine ziemlich gute Initiative und das sehe ich so als Motivation. Und im Prinzip ist die Motivation bei uns auch so, dass wir uns quasi irgendwann mal selbst abschaffen. Also wir wollen eigentlich gar nicht, dass es uns gibt, weil wir das Ziel haben, dass es eines Tages gar nicht mehr nötig ist, dass es uns gibt. Also das ist auch so eine kleine Motivation, die da so mitschwingt. Schön gesagt, auf jeden Fall. Ja, das hört sich verdammt gut an. Danke dir, Phil, für deinen kurzen Einblick ins Projekt. Ich würde noch mal kurz was fragen. Jason, du hast ja gesagt, ich soll immer schön rein. Phil, wie sieht es denn da bei euch gerade aus? Habt ihr noch irgendwie Hilfebedarf? Braucht ihr Unterstützung? Möchtest du einen Aufruf starten, also dass ihr noch Leute dazu bekommt? Dann jetzt deine Chance. Im Prinzip suchen wir auf jeden Fall immer Leute, weil die Sache ist halt, wir sind ein recht kleines Team, das heißt, wir können jetzt nicht irgendwie so große Supermärkte anfragen, weil dann auch ganz viele Mengen an Lebensmitteln auf uns zukommen, wo wir es dann nicht schaffen, dass wir das auch verteilen können. Das heißt, umso mehr Personen wir sind, umso mehr Betriebe können wir tatsächlich auch anfragen und umso mehr Lebensmittel können natürlich auch gerettet werden. Also im Prinzip suchen wir immer Leute, die Lust haben, sich zu engagieren. Und das heißt dann letztendlich in Anführungsstrichen nur, also es kann so sein, dass man nur Lebensmittel rettet und sich so einbringt. Es kann aber auch sein, dass man sich noch weiter engagiert und an Organisationstreffen teilnimmt und am Plenum regelmäßig. Also es ist ganz abhängig davon, wie viel man sich da einbringen möchte. Und da suchen wir auf jeden Fall immer Leute, genau. Cool. Du hattest gesagt gehabt, für die, also ich weiß ja nicht, ob alle wissen, wo die Naturkostarche ist in Görlitz. Vielleicht könntest du da noch mal kurz was dazu sagen, wo man denn sozusagen den Verteiler findet. Das ist die Bautzener Straße, jetzt weiß ich die Hausnummer nicht, aber auf dem Gelände der Raprika, also da, wo das ehemalige Gelände der Raprika war, genau 32, sehe ich gerade, Bautzener Straße 32, Dankeschön. Da findet man den Verteiler und genau, also wenn ihr mal Lust habt, wenn ihr mal Lust habt, kann man da einfach mal vorbeischauen und mal schauen, was da so drin liegt. Und meines Wissens nach müssen da auch Flyer von uns drin liegen, dass man sich da mal ein bisschen weiter informieren kann. Und ja, wir freuen uns auf alle neuen Gesichter. Wenn ich jetzt Bock bekommen habe, bei euch mitzumachen, wie kann ich mich bei euch melden? Also man kann sich bei uns melden über girlitz@foodsharing.net, also die E-Mail-Adresse girlitz@foodsharing.net und letztendlich kann man auch auf die einfach auf die Webseite foodsharing.de gehen und so findet man auch unsere Kontaktdaten, genau, oder wenn man sich sowieso anmeldet bei Foodsharing, wenn man Lust hat, bei Foodsharing mitzumachen, muss man sich halt bei der Internetseite anmelden. Und da wird man dann auch durch das System entsprechend zu uns geleitet und dass der Kontakt zu uns hergestellt wird. Cool, danke dir. Gerne. Cool, auf jeden Fall. Danke, Mike, nochmal für die eingeworfenen Fragen. Auf jeden Fall echt gut zu wissen und fast vergessen. Wäre nicht gut gewesen. So, ich würde weitergehen zum Umsonstladen zur Luisa. Hallo Luisa, schön, dass du da bist. Hi. Vielleicht auch dir erstmal die Möglichkeit geben, kurz das Projekt vorzustellen und das zu sagen, was dir jetzt schon mal von vornherein wichtig ist, bevor wir dann weiter genauer drauf eingehen. Danke auf jeden Fall für die Möglichkeit, dass wir unser Projekt hier ein bisschen anteasern können, ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit betreiben können quasi. Genau, also wir sind ein Umsonstladen. Ich spreche da im Namen von 3, 4 sehr engagierten Menschen.
In Form eines Bauwagens momentan. Wir befinden uns auch auf dem Raprika-Gelände. Und ja, bei uns gibt es diverse Klamotten, Bücher, Geschirr, eigentlich alles Mögliche, was platztechnisch in den Bauwagen passt und ja, nicht mehr gewollt wird und aber auch nicht weggeschmissen werden soll quasi. Wir retten die Dinge so ein bisschen vom Müll, würde ich mal sagen, und versuchen, denen einen neuen Wert zu geben, indem wir die kostenlos weitergeben. Wir setzen uns ein gegen den Kapitalismus, gegen die Wegwerfgesellschaft. Wir sind eigentlich das Gegenteil von höher, schneller, weiter. Wir wollen uns mit den Dingen auseinandersetzen, die uns da entgegengebracht werden, und ja, wollen Menschen zusammenbringen. Der Umsonstladen soll auch eine Art von Kontaktstelle sein, dass aus dem Stadtteil viele Menschen zu uns kommen können und genau, irgendwie die Zeit miteinander verbringen können und dann vielleicht gegebenenfalls auch bei uns stöbern und ein neues Teil finden. Genau, was uns ganz wichtig ist, dass wir halt gegen diese Fast-Fashion-Industrie irgendwie eine Alternative darstellen können, gegen die, wie schon gesagt, Wegwerfgesellschaft. Wir wollen Ab- und Recycling in näherer Zukunft umsetzen. Wir wollen uns Nähmaschinen anschaffen. Wir möchten, ja, wir haben super viele Ideen, wir sind ganz kreativ. Uns fehlt es ein bisschen an persönlicher oder an personeller Power. Genau, und an Zeit. Ja, das Projekt gab es schon mal. Das stand schon, also hat so 2016, 2017 gestartet mit 2 Studenten. Der eine von den beiden hatte damals auch ein Praktikum in der Raprika gemacht. Und das lief so 3-4 Jahre in einem Container von einem Dresdner Verein. Der musste dann aber irgendwann zurückgegeben werden. Und ja, deswegen ist diese Initiativgruppe auf uns zugekommen, auf die Hochschule, und hat neue Leute gesucht. Und so bin ich dann auch reingeschlittert. Ich studiere soziale Arbeit und ja, habe mich irgendwie schon immer mit Kleidung, mit Altkleidern auseinandergesetzt. Und dann war das für mich irgendwie das perfekte Thema und ich wollte mich dafür einsetzen. Ich wollte eine Alternative schaffen. Genau. Cool, das klingt alles ziemlich cool. Und ich bekomme auch immer mit, wenn ich hier übers Gelände laufe, wie immer mal wieder dort drin gewerkelt wird. Kommt ihr aktuell auch trotz Corona gut voran? Wie sieht's aus jetzt mit dem neuen Wagen? Es ist schleppend. Also wir haben den Wagen, glaube ich, letztes Jahr im Frühjahr oder so bekommen. Oder, ne, Mike nickt, genau, aus Polen gekauft. Ja, dann wurde der ganz aufwendig abgeladen und wir haben fleißig Pläne geschmiedet und uns regelmäßig noch getroffen. Vor allem vorletztes Jahr, als auch das Projekt in der Hochschule noch lief. Da war das ja auch noch alles ganz unkompliziert und seit Corona treffen wir uns kaum noch. Also so ein Plenum, wie es der Film mit seiner Gruppe macht, gibt es bei uns leider nicht. Habe ich mir aber als Idee aufgeschrieben, würden wir auf jeden Fall mal umsetzen, wenn auch online. Genau, wir treffen uns jetzt vielleicht alle 2 Wochen mal für 2 bis 4 Stunden, maximal 3 Leute, und bauen. Also versuchen da irgendwie ein bisschen voranzukommen. Ja, und dann ist eigentlich auch der Plan, dieses Jahr zu eröffnen. Aber Corona macht es auf jeden Fall schwer, ne, auch irgendwie Öffentlichkeitsarbeit durch Feste zu betreiben oder ja, einfach Leute zu akquirieren. Das ist ziemlich schwierig. Oder einfach auch in größeren Gruppen an dem Bauwagen zu arbeiten. Weil du gerade noch sagtest, es fehlt an Manpower. Wie kann man Womanpower. An Menschen, wie kann man mitwirken? Wie kann man sich bei euch einhängen, wenn man Bock hat? Ich habe jetzt gerade auch noch ganz panisch gesucht, ob ich die E-Mail-Adresse von uns finde. Habe ich jetzt leider nicht. Ich würde sagen, man kann sich Mike vielleicht bei der Raprika melden. Ne, und dann wird das zu uns weitergeleitet. Also da bestehen auf jeden Fall interne Kontakte. Ja, wir suchen Leute, die aktiv irgendwie Bock haben, sich zu beteiligen, die kreativ sind, die vielleicht ein bisschen Bock auf Öffentlichkeitsarbeit haben, die Bock haben, Förderanträge zu stellen,
die Bock haben, Texte zu schreiben für die Webseite Raprika, die Bock haben, Plakate zu gestalten, die Bock haben, mitzuwerkeln, die Bock haben, ein- und auszusortieren, die Bock haben, einfach in der Gemeinschaft eine coole Zeit zu haben so, und was Gutes zu tun. Ja. Auf jeden Fall ist es ein ganz schöner Rattenschwanz, der da noch mit dranhängt, alles, was da noch so mit einhergeht. Mhm. Von diesem einen Wohnwagen, wo Dinge getauscht und das ist krass. Ja. Auf jeden Fall cool, dass ihr das macht. Finde ich einen coolen Gedanken und fand den Umsonstladen, als ich ihn besucht habe, früher noch in dem alten Wagen auch immer ziemlich cool, weil da super viel interessantes Zeug rumliegt. Also auf jeden Fall lohnt es sich auch, da einfach mal vorbeizuschauen, anstatt in den H&M zu rennen. Cool. So habe ich noch was vergessen, Mike? Gibt es gerade noch irgendwas, was ich gerade vielleicht nicht auf dem Schirm habe? Ja, also geplant ist es ja zum diesjährigen Fokus-Festival eventuell den Umsonstladen so präsentierfähig zu bekommen, dass das wirklich auch die Öffentlichkeit dann endlich mal in den Genuss kommt, den Umsonstladen zu nutzen. Wir müssen aber schauen, wie weit das Projekt also dann schon so weit ist, dass wir das machen können. Luisa, möchtest du kurz nochmal ein Update geben, was denn soweit schon getan wurde, was jetzt eigentlich so schon gemacht wurde mit diesem Bauwagen, der ja eigentlich schon ein bisschen älter war? Was habt ihr denn damit alles gemacht? Genau, der fährt auf jeden Fall nicht mehr. So alt ist er dann doch schon. Wir haben die Außenfassade lackiert, quasi dem neuen Anstrich verliehen. Wir haben die Innenwände mit USB-Platten ausgekleidet. Wir haben ein Regal jetzt letztens fertiggestellt, ein ziemlich großes, massives. Und ja, sehr viel mehr ist noch nicht passiert. Und ein bisschen Kleidung sortiert und geguckt, was muss gewaschen werden, was könnte in den Upcycling-Topf quasi. Das passiert immer so ein bisschen nebenbei. Ja. Aber es ist geplant, noch sehr viel mehr Regale zu bauen, irgendwie so eine kleine Umkleidekabine, Umkleideecke einzurichten, das mit Lichtern ein bisschen schön zu machen. Wir haben so LED-Leisten gekauft. Der Plan an Ideen ist auf jeden Fall groß, wie gesagt. Sieht auf jeden Fall von außen auch schön aus. Für die, die vielleicht schon mal dran vorbeigelaufen sind, aber gerade noch nicht wissen, um welchen Wagen es geht, das ist der große grüne bei dem Silo. Ja. Grüne Wagen. Finde ich cool. Da soll dann später auch noch eine Markise dran, da soll noch eine kleine Außenecke irgendwie hin, dass man sich wirklich hinsetzen kann, quatschen kann, irgendwie was trinken kann zusammen. Genau, dann fällt es, glaube ich, auch ein bisschen mehr auf, wenn das dann passiert ist. Cool, auf jeden Fall. Danke. Gab's für dich denn irgendwie einen Impuls oder irgendwie was, der gesagt hat, so deswegen mache ich das? Also wie jetzt gerade auch bei Phil beim Foodsharing, der gesagt hat, ich habe ja das jetzt in der Dokumentation gesehen, die ganzen Müllberge oder die ganzen Lebensmittelmüllberge. Wie war das bei dir, Lisa? Ich glaube gerade, das Projektstudium in meinem Studium hat mich da ziemlich zu getrieben. Wir haben uns da mit Altkleidern beschäftigt, uns mit der Textilindustrie beschäftigt, uns mit den Arbeitsbedingungen der NäherInnen beschäftigt, geguckt, na, wie wird irgendwie Material, Textil gefärbt, was geht da alles in die Umwelt. Und da habe ich einfach gemerkt, scheiße, so, das ist ganz schön viel Gift für Umwelt und für Mensch. Ganz schöne Sauerei, was da abgeht und wie uns das vielleicht auch durch Greenwashing irgendwie schön geredet wird, habe ich keinen Bock mehr, Teil von zu sein. So. Und ich habe schon ganz lange auch meine Klamotten im Internet irgendwie verkauft, bin in Dresden ganz oft in Secondhand-Läden gewesen so, und dachte mir, ja, also wenn jetzt hier ein Umsonstladen ankommt und um Unterstützung bittet, dann ist es eigentlich das einzig Richtige, was ich machen kann. Dass ich das einfach auch unterstütze und mich für diese Alternative stark mache. In der Hoffnung, dass es irgendwann anders wird. Eine ganz kurze Anekdote von mir, weil ich bin ja auch noch nicht so lange in Görlitz. Als ich damals hier in Görlitz angekommen bin, also so ist, glaube ich, auch der Werdegang von einigen Leuten, die zum Studium kommen, die kommen ja meistens mit nicht so viel Sachen an. Und ich musste ganz ehrlich sagen, ich brauchte noch ein paar Gläser, ich brauchte auch noch irgendwie eine Pfanne und
irgendwie noch ein paar andere Sachen. Und da war das Erste, was ich gemacht habe, ihr habt hier noch ein relativ großes Lager. Ich bin auch gespannt, wie ihr das Lager noch in den Wagen bekommen wollt, weil das ist echt viel. Aber so ist eigentlich auch das Grundkonzept. Wenn ich jetzt in Görlitz ankomme und merke, mir fehlt irgendwie was und ich habe nicht so viel Geld, kann ich sozusagen hier zu uns kommen und man kann direkt in das Lager gehen, beziehungsweise irgendwann dann in Umsonstladen. Sehr schönes Projekt. Genau. Danke dir, Luisa. Ja, danke euch. Super. Dann machen wir auch gleich weiter mit dem Wunderwerk und Anselm. Einen schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend auch von mir. Hört man mich? Ja, sehr gut sogar. Alles super. Okay. Also, ich möchte kurz den Görlitzer Wunderwerk vorstellen. Das ist unser Verein, den haben wir 2018 so richtig gegründet. Vorher haben wir uns schon so mal getroffen. Und was verbirgt sich dahinter? Also, im Grunde sind wir ein Modellbauverein, der aber auch im Grunde wie so ein Jugendtreff eigentlich auch macht. Also, die sich natürlich dann mit ähnlichen Sachen da auch befassen, zumindest. Und seit 2019 haben wir auf der Bautzener Straße 6 uns einen Laden angemietet als Verein. Also das ist ja vorteilsam in Görlitz, dass man tatsächlich noch so bezahlbar eine Fläche findet, wo man sich treffen kann sogar. Wir hatten auch überlegt, erst in der Afrika irgendwie versuchen, mit reinzukommen, weil da natürlich auch viel Synergie eigentlich möglich wäre mit so vielen schönen Werkstätten oder so. Aber das ist halt nur so teilweise möglich, würde ich mal sagen, dann am Ende gewesen. Aber trotzdem fand ich immer den Input, den der Mike gegeben hat, immer sehr hilfreich. Und ich finde, das hat bis jetzt auch alles immer super geklappt. Also zumindest das Projekt bis jetzt, bis auf am Ende unsere Durchführung. Also was ist unser Plan gewesen eigentlich? Wir machen Modellbau, wie schon gesagt, so für Miniaturen, für also Sebastian dann eben auch recht viel so Gebäude oder sowas, die wir dann natürlich auch bemalen und das Ganze auch durchaus so ein Treffen, aber es ist auch ein gewisser Teil eben, wo dann einfach auch nur so gespielt wird, also gezockt, irgendwelche analogen Tabletop-Spiele. Und unser Plan war eigentlich gewesen, dass man einen Workshop macht, also einen Basteltreff sozusagen, wo man sich mal so vorstellt und das Ganze in der Rabika durchführt, um das Hobby so ein bisschen eben noch vorzustellen, Leuten, die davon vielleicht noch nichts gehört haben oder es auch noch nicht kennen. Und da kommen wir gleich zum ersten Problem im Grunde, oder was heißt zum größten Problem, natürlich die Durchführung von so einem Treff für viele Leute ist momentan natürlich gar nicht möglich gewesen. Also es war ja für 2020 geplant. Das steckt jetzt noch so ein bisschen fest. Das ist leider sehr schade. Wenn ich jetzt die Liste so durchgehe, also meine persönliche Motivation war gewesen, das war so, ich würde mal sagen, meine Jugendsünde gewesen, so eine große, dieses Hobby. Damit habe ich viel Zeit verbracht und ich fand es aber so an sich nicht ganz so einfachen Verhältnissen hat das so einen gewissen Frieden gebracht mir. Ne? Und da dachte ich so, okay, sowas, das gibt es vielleicht auch andere Leute, die denen das vielleicht helfen könnte, vielleicht auch so ein bisschen. Und da dachte ich, sowas muss man auch immer konservieren und das hier vielleicht dann auch selber, man hat es das hier noch nicht gegeben, beziehungsweise noch nicht in dieser Form und deswegen habe ich da gesagt, wir machen das richtig fest. Also persönlich schaffe ich das leider nicht mehr so oft, so viel Zeit damit zu verbringen, aber dass man eben eine Struktur aufbaut, wo dann Leute dem Hobby immer noch so in dieser Form frönen können und einen Treffpunkt haben. Und das ist natürlich, wie gesagt, nicht so besonders verbreitet. Also das ist jetzt nicht sowas wie jeder braucht Klamotten, jeder braucht Essen. Das ist sowas ganz Allgemeines. So allgemein ist es dann doch wieder nicht. Und so ist der Einzugsraum für das Hobby schon mehr der ganze Landkreis und bis nach Bautzen rüber. Also, aber die Leute kommen eben bis in die Bautzener Straße 6 gefahren, um sich damit zu beschäftigen. Und ich denke, daran ist auch so der große Mehrwert eigentlich für unseren Ortsteil. Also wenn ich jetzt Innenstadt West damit natürlich meine, die Leute sehen das und sehen vielleicht auch diese ganze Entwicklung, die ja auch momentan hier stattfindet, wenn man den Brautwiesenbogen sieht und also wie sich das entwickelt. Und das ist natürlich dann auch so, es belebt das Ganze ein bisschen, wenn da ein bisschen Durchgangsverkehr vielleicht auch ist. Und vielleicht bleibt der ein oder andere dann sogar hier hängen irgendwo. Wir haben recht viele Studenten. Das ist immer meist so diese Schwelle von, die machen entweder Abitur oder fangen gerade so mit ihrer Ausbildung an. Da müssen wir mal gucken. Die ganzen Leute, die zum Studium gehen, die meisten gehen natürlich dann weg. Aber manche
kommen dann tatsächlich auch nochmal zurück, also wenn sie jetzt nur in Dresden sind oder so, aber das ist so diese Altersklasse, wo man sich hauptsächlich bewegt und dann gibt es eben so eine Riege älterer Leute, die das Ganze aber dann eigentlich nur eben so mehr managen. Meist stehen die dann schon ziemlich im Leben und da hat man natürlich nicht mehr so viel Zeit für solche Hobbys an sich. Ja, an sich Unterstützung oder Hilfe, also der Mike hat schon alles, glaube ich, gemacht, was möglich ist. Da hatte, also die Idee ist ja, das wirklich im Werk 1 dann mal so einen Workshop zu machen. Ich glaube, das ist schon ein ganz großer Wurf, wenn uns das dann mal gelingt. Und ich hoffe natürlich, dass wir da nochmal irgendwie so im Anschluss vielleicht noch ein paar andere solche Sachen dort durchführen können bei euch. Das ist, also dafür ist natürlich diese große Halle wie gemacht für uns, wenn man mal eine größere Ansammlung Leute zusammenbringen möchte, die diesem Hobby, wenn auch nicht nur aus der Innenstadt, dann frönen möchten. Und ja, deswegen ist das eine ganz schöne Kooperation für uns, weil man sich nicht um alles selber kümmern muss, sondern mit der Rabrika und dem Ohr, beziehungsweise dem Werk 1 eben wirklich einen guten Partner da hat. Ich hoffe, ja, das ist soweit. Gibt es noch irgendwelche Fragen dazu? Eigentlich glaube ich gerade nur die Frage, wie sieht es aus, ob ihr Unterstützung braucht? Also du, also wie sieht es aus gerade an, also... Naja, also da ist genau eben das Problem, man kann ja momentan nicht wirklich was machen in größeren Gruppen. Also wir freuen uns über jeden, der immer gerne mitmachen möchte, also aus eigener Lust eben heraus, weil es, oder ne, also aus eigener Motivation muss das natürlich sein. Es ist ein Hobby in erster Linie, ansonsten sind wir eigentlich ganz gut so, also was jetzt Vereinsarbeit oder so betrifft, gut aufgestellt, da haben wir viele Freiwillige oder viele, die sich da einbringen, aber es ist natürlich immer schön, je mehr mitmachen, desto besser das Feeling, aber ich denke, da muss man erstmal abwarten, dass wir das wenigstens einmal durchführen, so einen Workshop bei euch und uns da vorstellen können. Und dann kann ja jeder selber immer so entscheiden, ist das was für mich oder nicht. Und ja, ansonsten bin ich mit dem Mike eigentlich schon ganz gut unterstützt worden. Das klingt doch super. Ja. Ich möchte eine kleine Anekdote dazu erzählen, Ich habe ja Anseln ja erst durch den Impulsprojekte-Fonds da so da kennengelernt. Also mir wurde indirekt gesagt, Mensch, da ist jemand, der möchte gerne vielleicht einen Antrag stellen. Und Anseln kam halt zu mir und hat mir erzählt, was die alles machen. Und ich dachte, okay, konnte mir nicht so richtig vorstellen. Und dann habe ich gesagt, du, pass auf, zeig mir das mal. Ich muss das jetzt einfach sehen. Ich muss einfach mal sehen, was ihr dort macht. Und dann sind wir in dieses Ladenlokal reingekommen. Und da standen auf mehreren Tischen so ganz große Modelle, ne, oder so kleine Figuren und so weiter. Ich dachte, was macht die hier wirklich? Und letztendlich ist es so, dass die letztendlich analog zocken. Ne, also das, was man im digitalen Bereich machen kann, machen die analog mit dem Aspekt, dass die sich die Sachen alles selber bauen. Und das hat mich dann so fasziniert, da gesagt, ey, krass, also das hätte ich gar nicht gedacht. Und da haben wir dann einfach gesagt, okay, wie können wir dich unterstützen? Was können wir machen, dass ihr auch hier in der Innenstadt West hier auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und dann haben wir all dieses Veranstaltungsformat kreiert, wo hier im größeren Rahmen einfach dann analog mit verschiedenen Art und Weisen gezockt werden sollte. Ja, sollte selber gebaut werden, sollte einen kleinen Workshop sollte es geben. Wir haben auch alles schon besorgt, wir haben Materialien besorgt, wir haben alles soweit vorbereitet und dann ja, kam Corona und wir mussten es leider verschieben. Ja. Spannend. Also wirklich, ich bin gerade auch von dem, was du gerade erzählt hast, tatsächlich sehr fasziniert. Klingt auf jeden Fall ziemlich cool. Gerne vorbeikommen und anschauen dann, wenn es soweit ist. Wo noch? Na, den Workshop an sich wollen wir im Werk 1 durchführen dann. Also kaum zu verpassen. Wunderbar. Cool. Ja, vielen Dank nochmal. Sehr gerne. Mike, hast du noch eine Frage? Irgendwas, was dir gerade noch einfällt? Nein. Okay, dann danke dir, Anselm. Und wir gehen über zu Fridays for Future. Und da haben wir den Alex bei mir oben in der Ecke. Hallo. Ja, moin. Du weißt ja, glaube ich, jetzt nach den ersten drei, wie das hier so ungefähr abläuft. Du kannst gerne einfach erstmal erzählen. Ja. Werde ich auch machen. Ich verlasse mich so ein bisschen auf die Rückfragen. Wird jetzt sehr spontan werden. Und ich will jetzt nicht irgendwie auch eine Stunde erzählen. Deswegen habe ich gedacht, ich mache mir jetzt keinen 3-Seiten-Vortrag hier fertig.
Nee, genau. Ich bin heute stellvertretend für Fridays for Future Görlitz hier, wenn man das so sagen will. Wir haben ja in Görlitz eine Ortsgruppe. Eigentlich mit der Ortsgruppe Zittau, wo ich auch aktiv bin, die einzige Ortsgruppe in Ostsachsen, was auch relativ krass ist. Wenn hier irgendjemand aus Bautzen zusieht, dann geh jetzt mal auf Twitter und tweete den Jonas Löschau an und sag, ich gründe jetzt in Bautzen eine Ortsgruppe. Dankeschön. Ja, so viel dazu. Also es ist ein bisschen mau, was Klimaengagement, also was heißt Klimaengagement, aber Klimaaktivismus im Rahmen von Fridays for Future ist in ja, Ostsachsen beziehungsweise eigentlich in allen neuen Bundesländern, wenn man so sagen will, so ein bisschen schwierig. Ja, wie sieht es bei uns gerade aus? Wir haben im Orga-Team so 5, 6 Leute, die halt immer aktiv sind und die sich auch mit einmischen. Wir haben sogar gerade ein kleines Projekt, das steht, glaube ich, auch gerade noch in der Rubrik herum. Wir planen eine Plakataktion zu machen. Das wird voraussichtlich Juni, Juli werden, dass in Görlitz dann ein paar hundert Plakate rumhängen. Genau. Und ansonsten, Fridays for Future ist halt ein riesengroßes Netzwerk. Ich bin auch, muss ich ehrlich gestehen, ich bin mehr in Zittau aktiv. Wir hatten die letzten Tage, wenn man es jetzt mal auf die Oberlausitz ausweiten möchte, auch einen offenen Brief an die Bundesregierung tatsächlich geschrieben. Und das Interessanteste ist eigentlich bei Fridays for Future auch fast mit so die Bundes-, also die Bundesebene beziehungsweise die Bundesarbeit. Es gibt halt, und das ist relativ krass, finde ich persönlich, über WhatsApp-Gruppen eine richtig krasse Vernetzung und verschiedenste Arbeitsgruppen und verschiedenste Taskforces mit ja, wöchentlichen Calls. Und das ist eigentlich total interessant, sich da einzubringen. Und das kann man halt eigentlich ohne jede Qualifikation machen, indem man einfach sich erstmal in den Ortsgruppen, in die lokalen Strukturen mit einbringt. Aber da ist halt so ein bisschen, also ich glaube, da fehlt irgendwie vielen Jugendlichen so ein bisschen, gerade in unserer Gegend, der Mut oder vielleicht die Motivation für das zu tun. Bei uns passiert jetzt zugegebenermaßen, was Streiks angeht, auch nicht sehr viel. Wir sind halt eine kleinere Ortsgruppe. In Görlitz kann man nicht jede Woche streiken. Ich war vor ein paar Wochen in Berlin gewesen, das war relativ krass. Da war so eine wöchentliche Fahrraddemo und es war halt eine kleine Demo in Berlin-Mitte und es waren halt 500 Leute. Und das ist schon ein ganz anderer Maßstab, wenn ich so zurückblicke auf die Demos, die halt hier stattgefunden haben, die letzten halt unter Corona, das muss man auch mit dazu ziehen, wo halt 50 bis 70 Leute, das ist so ungefähr die Menge an Menschen, die halt in der Oberlausitz, also sowohl in Zittau als auch in Görlitz, sind so jeweils bis zu 70 Leute, die halt zu Demos noch zu mobilisieren gehen. Halt jetzt während Corona, ich bin total gespannt, wie es nach Corona wird. Wir haben ja gerade auch ein bisschen das Problem, dass halt wir sehr eingeschränkt sind. Also wir können jetzt nicht einfach sagen, wir machen jetzt wieder einen Umzug durch die Stadt. Wir blockieren in Zittau den ganzen Stadtring, was ultra lustig ist. Kann ich nur empfehlen. Ja, und das geht halt gerade alles nicht. Wir konnten nicht mal eine Fahrraddemo machen, tatsächlich nach den Auflagen, weil das einfach auch keine Versammlung mit einem festen Standort wäre. Und gerade während Corona, ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob die Vorgaben jetzt immer noch so sind, aber auf jeden Fall war eine ganze Zeit lang es halt nicht erlaubt, so wirklich zu demonstrieren im Sinne von, wir laufen hier durch die Stadt und sind laut oder wir machen hier halt einen coolen Umzug. Genau. Deswegen haben wir uns so ein bisschen zurückgehalten und wir haben jetzt auch keine total regelmäßigen Treffen, was das angeht. Die finden halt je nachdem statt, ob jetzt gerade mal wieder Global Strike ansteht oder nicht, weil das ist für uns so ein bisschen der Faktor, an den's, auf den es ankommt. Weil zum Global Strike machen wir halt dann auch immer einen Streik, der dann mit auf der Fridays for Future Deutschland-Karte gelistet ist. Genau. Und da war halt die Beteiligung, wie gesagt, ein bisschen mau in den letzten Monaten. Und ich bin gespannt, wie es nach Corona weitergeht. Wenn ich so die Beteiligung an anderen Streikformaten sehe, da muss ich jetzt auf meine Heimatstadt gucken, Zittau, da wird mir ein bisschen schlecht. Ich bin froh, dass es in Görlitz noch nicht solche Ausmaße angenommen hat, aber schon allein, um einen Gegenpol dazu zu haben, finde ich Fridays for Future eigentlich gerade hier in der Region total notwendig. So, das war jetzt ein bisschen ins Blaue geredet. Gerne noch irgendwelche Nachfragen. Ich habe sicher nicht alles genannt. Also, wenn es nach mir geht, hast du tatsächlich, ich muss dazu sagen, natürlich nicht komplett unvorbereitet hier reingegangen. Natürlich ab und zu ein paar Fragen hier. Und das meiste wurde tatsächlich gesagt. Aber vielleicht nochmal, wie findet man euch? Wo findet man euch? Wie kann man helfen? Auch jetzt gerade in der
Veranstaltungs- oder demonstrationsärmeren Zeit, das ja aber eigentlich euer Hauptsprachrohr ist, wenn ich das mal so sagen kann, aber gerade da ja Öffentlichkeitsarbeit wichtig, wie? Ich gebe es zu, ich habe geschummelt. Nee, man findet uns über fridaysforfuture.de tatsächlich. Also relativ populäre Website. Da gibt es so einen schönen, da gibt es so einen schönen Unterpunkt, der heißt Engagiere dich in deiner Ortsgruppe. Und da hat man tatsächlich eine Seite, wo alle Bundesländer gelistet sind. Und wenn man weit genug runtergeht, findet man sogar Sachsen als Bundesland. Mal gucken, wie lange das noch hält. Und dann kann man die Ortsgruppe Görlitz auswählen oder die Ortsgruppe Zittau oder sonst was für eine Ortsgruppe, die dann wahrscheinlich ein bisschen weiter weg ist. Und was ich da nochmal ans Herz legen möchte, es gibt auch eine Anleitung, es gibt eine Anleitung auf der Website, auch eine eigene Ortsgruppe zu gründen. Und ich weiß, dass es in Weißwasser so ein bisschen die Bestrebung gab. Zumindest gibt es einen Twitter-Account. aber wenn es halt irgendwo, gerade wenn hier gerade Jugendliche zuschauen, die jetzt nicht in Görlitz aktiv sind oder nicht in Zittau aktiv sind, sondern in Löbau, Bautzen, Weißwasser, keine Ahnung, halt auch so ein bisschen Mittelzentrumscharakter, es lohnt sich auf jeden Fall irgendwie ein paar Jugendliche mit anzustoßen und quasi auch selber was zu machen. Das finde ich auch total wichtig, weil man merkt schon gerade während Corona, wie in ganz paar Ortsgruppen einfach wegsterben, weil das einfach kleinere Ortsgruppen sind, wo ehemalig einfach bloß ein Freundeskreis gewesen ist und der Freundeskreis existiert vielleicht gar nicht mehr. Die haben sich vielleicht zum Studium getrennt oder sonst was und plötzlich ist die ganze Ortsgruppe weg. Und das ist schon krass. Deswegen zum 10. Mal einfach auf die Website gehen und die Ortsgruppen suchen oder selber eine gründen. Und genau, wenn ihr irgendwie nicht einen Anhaltspunkt habt, also wenn ihr eine Ortsgruppe gründen wollt und nicht so richtig wisst, wie mache ich das, was mache ich da, dann geht einfach zum Beispiel zur Ortsgruppe Görlitz rein. In unsere Orga-Gruppe, ihr erreicht uns immer quasi über die Admins von den Infogruppen. Also wir haben das so ein bisschen gestaffelt. Wir haben Infogruppen und wir haben Organisationsgruppen. Und schreibt einfach irgendeinem Admin in der Gruppe und dann kommt ihr in unsere Orga und dann können wir euch helfen oder euch halt bei uns aufnehmen. Und genau. Alles klar, Alex. Vielen Dank. Ich habe noch eine ganz kurze Frage an Alex. Was hat dich motiviert, beziehungsweise was war denn ein Impuls bei dir gewesen, um dich denn zu engagieren? Das ist banal. Das ist sehr banal. Man könnte meinen, es reicht rauszugucken, es reicht mal im Wald spazieren zu gehen oder Nachrichten zu schauen. Bei mir war es nichts davon. Also ich bin Sommer 2019, das ist ein bisschen schade, da war nämlich der sogenannte Hype und es gab auch anfangs einen Hype, das kann ich jetzt nicht absprechen. Es ist halt trotzdem Fridays for Future, ist trotzdem immer noch riesengroß und das ist total toll. Auf jeden Fall bin ich auf Umwegen reingekommen, weil tatsächlich ein Plenum stattgefunden hat. Also es gab eine Fridays for Future Kundgebung auf dem Marktplatz in Zittau irgendwie und ich bin da so rein, hab das Mikro ergriffen und irgendwelche unqualifizierten Sachen gefaselt. Und dann hieß es so, ja Mensch, warum warst du noch nie bei einem Plenum? Da bin ich halt hingegangen. Und das Erste, was in diesem Plenum passiert ist, das erste Plenum von Fridays for Future, wo ich drin saß, war gewesen, unser Delegierter, es gibt so ein Delegiertenprinzip, ist nicht so wichtig, unser Delegierter von unserer Ortsgruppe, der ist bald zum Studium in Köln oder sonst wo. Ja, wir haben irgendwie ein Problem mit Nachwuchs. Was war das, was ich gemacht habe? Ich habe mich direkt für den Posten als Delegierter gemeldet, ohne zu wissen, was eigentlich in der Bewegung so abgeht. Und bin direkt in 500 WhatsApp-Chats reingekommen und war total überfordert. Hier ist eine Telefonnummer von Carla Remzmar, hier Luisa Neubauer, hier die Ortsgruppe Köln oder was weiß ich. Also wie gesagt, Fridays for Future ist krass vernetzt. Und in der Überforderung hat es dann erstmal 2 Monate gedauert, bis ich überhaupt mal zum Global Strike dann irgendwie angefangen habe, mich auch mit der Ortsgruppe auseinanderzusetzen. Also insofern war ein Quereinstieg. Ich glaube, wir können es als Quereinstieg verbuchen. Und ansonsten Motivation ist natürlich, zur Motivation muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Es gibt, glaube ich, genug Jugendliche und nicht nur Jugendliche, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dann bringe ich den jetzt noch schnell an. Es gibt, glaube ich, genug Leute, die halt merken, was gerade abgeht mit dem Klima, mit der Natur und was gerade politisch dagegen gemacht wird. Es hat auch einen Grund, dass die Grünen gerade irgendwo bei 25% sich rumhangeln und mitunter stärkste Partei sind. Also,
Und deswegen, da muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen und auch an alle Nicht-Jugendlichen, das habe ich total vergessen zu erwähnen, wir machen ja gar keine Schulstreiks. Wir sind auch eigentlich gar keine Jugendorganisation rein, also komplett, weil unsere Demos ja sogar nach der Schule stattfinden, damit quasi auch wirklich die Leute quasi auf unsere Demos mitkommen und jetzt das auch ein stärkeres Standing hat. Und ich will es nochmal ausdrücklich sagen, es sind alle Altersgruppen bei Fridays for Future wichtig, insbesondere bei den Demos. Es gibt verschiedenste andere Gruppen, es gibt Psychotherapists for Future, es gibt Scientists for Future oder Students for Future, wo ich auch erst eine Ortsgruppe gegründet habe an der HZB. Genau. Also auf allen Wegen kann man mitmachen, weil ich habe schon oft gehört, ja, also die Jugendlichen, die können das ja öfter machen, wo ich mir so denke, nein, nicht nur die Jugendlichen. Also du kannst das selber, du kannst da gerne zuschauen und klatschen und vielleicht kriegen wir davon irgendwas, aber viel besser wäre es, wenn halt wirklich jeder irgendwie einen Weg sucht, um sich mit zu partizipieren. Danke, Alex. Vielen Dank, Alex, genau. Muss kurz tatsächlich, ich wollte gerade jetzt nicht so reingrätschen, nur sehe ich auf die Uhr und muss tatsächlich sagen, wir haben noch 3 Leute vor uns und freue mich, Otto hier bei uns zu begrüßen. Hallo Otto! Hallo, könnt ihr mich hören? Ich hoffe es ja, ne? Ja, man hört dich. Sehr gut. Wieder auf. Man hört es jetzt alles sehr gut. Top, top. Otto, ehemaliges A-Team-Mitglied. Das ist richtig. Jawohl. Weil es uns interessiert, wollten wir dich hier in die Fragerunde mit reinnehmen und dir mal ein paar Fragen stellen, die uns interessiert haben. Und also erstmal vielleicht, wie bist du ins A-Team gekommen? Ich bin frisch nach Görlitz gezogen und habe meine 10. Klasse hier gemacht. Und in der Parallelklasse war der Lukas immer noch ein guter Freund von mir. Und auch immer noch in der Vereinsstruktur vom Psych Attempt engagiert. Und der hat mich sozusagen mitgeschleppt. Und der Arthur, auch ein guter Freund von mir, hat damals gedacht, dass ich nie wiederkommen werde, wo ich am ersten Meeting dabei gewesen war. Aber ich habe es überlebt und bin lange Zeit im A-Team geblieben und immer noch in Görlitz. Cool. Was machst du heute? Heute. Was ist bei dir so los? Mittlerweile verdiene ich mein Geld größtenteils mit Filmprojekten und arbeite hinter der Kamera. Genau, ansonsten mache ich, sage ich mal, so Kleinscheiß, engagiere mich nach wie vor ehrenamtlich. Und genau, das neueste Projekt ist sozusagen, dass ich auch mit Lukas zusammen die Gastro in Arabica im Werk 1 übernehmen werde. Genau. Das kurz gefasst. Meine Lieblingsfrage kommt jetzt tatsächlich. Deine Anekdote aus der A-Team-Zeit, wo du so sagst, so, daran erinnere ich mich noch gut, das war geil. Es gibt, glaube ich, gar nicht so die eine Anekdote, weil wir ziemlich viel gemacht haben und macht ihr ja immer noch. Kann ich jetzt schwer beantworten, aber ich glaube, somit das Coolste, in Anführungsstrichen, was wir gemacht haben, was sozusagen außen rein des A-Teams entstanden ist, war der Speicher, der offene Jugendclub in Görlitz, was jetzt sozusagen der Kohlebunker 1 in der Afrika ist. Genau, wo du auch gerade drin sitzt, Jason, genau. Genau, das aufzubauen, das war, glaube ich, mit das Coolste. Und da gibt es tausende Anekdoten, die ich jetzt nicht erzählen möchte. Okay, wir lassen das so stehen. Aber was hat für dich damals so das A-Team ausgemacht, wo du sagst, das ist so, also zwar jetzt mitgeschleppt worden, und aber auch da geblieben. Das hat ja bestimmt einen Grund. Es gibt viele Gründe. Also man hat halt, glaube ich, irgendwie eine Gemeinschaft, mit der man sich mit vielen Themen auseinandersetzt und das Gefühl hat, auch Sachen ansprechen zu können und auch Sachen ändern zu können. Und das ist einfach motivierend, wenn man merkt, dass die Arbeit, die man leistet, dass es auch was bringt. Und deswegen bin ich lange Zeit im A-Team geblieben und bin immer noch in Görlitz
weil ich das Gefühl habe, was mitgestalten zu können, was ändern zu können. Cool, auf jeden Fall. Danke, Otto. Ike, hast du noch Fragen? Naja, also ich weiß nicht, ob jeder so weiß, wer das E-Team ist. Vielleicht könntest du noch mal kurz was dazu sagen, Jason? Das E-Team? Vielleicht, wir haben es jetzt gar nicht vorgestellt. Wir machen ja den Medien mal sowas alles, aber selber uns vorgestellt, so richtig noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob das richtig rum ist bei euch. Ich denke aber schon, oder? Also E-Team, grundsätzlich Schnittstelle für regionale Jugendbeteiligung. Und es steckt eigentlich schon im Namen drin. Es geht zum Großteil darum, dass Jugendliche eine Stimme bekommen, sich engagieren können, ein Sprachrohr haben und tatsächlich die Chance bekommen, hier in der Stadt was mitgestalten zu können, was verändern zu können und nicht nur zu Hause sitzen und zugucken, wie Dinge über ihren Köpfen entschieden werden und man eigentlich gar keine Chance hat, wirklich in Dialog zu kommen. Und ich denke, da ist das A-Team tatsächlich ein cooler Anlaufpunkt, zu sagen, wir haben Bock, was zu machen, wir stehen quasi in den Startlöchern zu sagen, komm, haut uns an und wir machen. Und wenn ihr uns halt nicht fragt, machen wir halt trotzdem. Und das finde ich halt echt stark. Das ist auch der Grund, warum ich mit hier bin. Und ja, kurz umrissen vielleicht so viel dazu. Sollen noch Leute zu uns ins E-Team kommen? Hm? Bitte? Sollen noch ein paar Leute zu uns ins E-Team kommen? Was sagst du dazu? Wir wissen noch nicht ganz, wann wir uns wieder treffen können, tatsächlich so in echt. Aber wir haben trotzdem jede Woche Mittwoch-Meeting, wo ihr auch euch gerne dazuschalten könnt. Gerne. Wir machen trotzdem weiter, auch wenn es gerade schwierig ist. Wir machen hier trotzdem einen riesen Mayday mit ganz viel drum und dran und beteiligen uns trotzdem. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Desto mehr wir sind, desto besser, sage ich mal. Es macht auch wirklich Spaß. Das muss ich mal dazu sagen. Es ist zwar auch Arbeit, aber es macht wirklich Spaß. Danke. Dann kommen wir zum dritten Punkt. Ich würde jetzt vielleicht mal den Gabby vorziehen, damit er dann sein Nicht machen kann. Und dann machen wir Abschluss und schließen dann den. Dann Änderung, dann erst Gabby zum Campus Open Air. Und ich würde dir tatsächlich einfach Open Stage wie die anderen. Alles klar, ja, hallo Asma. Sorry zuerst, dass ich jetzt die ganze Zeit essen musste, aber wie gerade schon gesagt, muss ich gleich wieder rüber aufs Licht machen. Deswegen ist das jetzt so die einzige Möglichkeit. Ja, Campus Open Air gibt es seit 2002 in Görlitz. Ich selber bin jetzt seit 2018 dabei. Ja, und die Grundbestrebung des Festivals ist halt einfach, dass in Görlitz was geht, dass man ein paar Bands herholt, eine coole Live-Action irgendwie organisiert, dabei natürlich auch noch was lernt, vor allem für die ganzen Studis, die da mitmachen, also viele Kultur- und Management-Studenten und Tourismus-Studenten, die sich da einiges natürlich auch mitnehmen können für ihre spätere Arbeit oder was auch immer. Genau, und wir strugglen jetzt seit 2 Jahren damit, das Chor endlich mal wieder veranstalten zu dürfen, also letztes Jahr und auch jetzt im Juni wird es halt nicht so weit sein. Wir haben aber jetzt die Entscheidung getroffen, dass wir also noch ein zweites Jahr ohne Campus Open Air darf es halt nicht geben. Deswegen streben wir das jetzt mal an, das in den Oktober reinzulegen. Vom 7. bis zum 9. Oktober ist jetzt geplant, 3 Tage auch. So spät leider, weil eben für uns auch klar ist, dass ein Campus Open Air ohne Studis irgendwie nicht so richtig viel Sinn ergibt, weil das Semester geht dann erst wieder los und so weiter. Genau, aber bis dahin wird uns nicht langweilig. Wir haben ja vor 3 Wochen haben wir einen DJ-Livestream gemacht. Heute machen wir diesen wunderschönen, wie ich finde, Band-Contest und Mayday-Livestream zusammen, der bis hierhin echt richtig cool ist. Also mir klingeln auch endlich nach 1,5 Jahren mal wieder richtig die Ohren, weil Destiny Day hat auf jeden Fall gut losgescheppert drüben in der Halle. Genau, und im Juni planen wir einen Podcast zu machen mit den Begründern des Festivals, dem Gerd Weise und dem Benedikt Hummel aus dem Kulturservice hier. Die haben das damals 2002 ins Leben gerufen
Und genau, werden halt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und ist auch für uns cool, mal die eigene Geschichte ein bisschen aufzuarbeiten, ein bisschen die Identifikation auch mit dem Festival zu steigern und einfach mal zu wissen, was da jetzt eigentlich schon alles so vorgefallen ist. Weil es hat auf jeden Fall eine relativ bewegte Geschichte und auch schon echt ein paar national bekannte Künstler hier nach Görlitz gelockt, bevor sie richtig krass groß wurden. Genau, und das haben wir auch vor. Soweit ist alles vorbereitet für den Oktober, aber ja, mal gucken, wie es dann sein wird mit der Lage. Hast du vielleicht noch eine kurze, witzige Anekdote aus den letzten Jahren? Naja, witzige Anekdote, also 2018, als ich das erste Mal das Campus Open Air als Projektleiter veranstaltet habe, es ist nicht witzig, es war sehr, sehr traurig, nämlich an dem Freitag, also an dem Haupttag, wo wir das Gelände, oder genau zu dem Zeitpunkt, wo wir dann das Gelände aufgemacht haben, hat sich der Himmel geöffnet und es regnete in Strömen und gab Gewitter und alles Mögliche für satte, ich glaube, 3,5 Stunden. Und es wurde alles verschoben, also zeitlich nach hinten verschoben, weil du hattest dann 6 Bands da und bei Gewitter kannst du halt die Bühne nie anmachen, wenn der Blitz da reinschlägt und so, das kann keiner bezahlen. Und dann hast du die halt alle da sitzen und musst denen sagen, ja, müssen halt jetzt warten, bis es aufhört, mal gucken. So, und dann sitzt du da und dann gibt es so das Go von den Technikern und alle rannten los und haben irgendwie aufgebaut, die Bühne trocken gewischt und am Ende haben wir ein bisschen überzogen, es hat aber sich niemand beschwert und es war echt ein geiles Festival. Also ist einfach eine coole Sache, ist eine coole Gelegenheit, das organisieren zu dürfen und auch von der Raprika oder vom Second Attempt eben die Freiheit zu kriegen, dass die einfach sagen, macht ihr mal. Wir helfen euch, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht oder wenn ihr Fragen habt, was weiß ich. Aber ansonsten ist es halt euer Ding, ist euer Projekt, holt Bands, wen auch immer ihr wollt, macht euer eigenes Ding draus. Und das ist halt einfach eine Gelegenheit, wo ich glaube, dass du die so in der Form nie an so vielen Orten bekommst. Also das ist halt auch einfach eine schöne Sache, auch dieses Vertrauen zu kriegen. Genau, wir haben natürlich jetzt mit der Verschiebung gehen natürlich einige Probleme einher. Zum einen viele Studis oder eigentlich ausschließlich Studis, die das eben mitorganisieren, viele Erstis auch, die jetzt eben dann ab Oktober entweder im Ausland sind oder im Praktikum sind, was für uns dann nochmal eine organisatorische Herausforderung bedeutet, um die Stellen einfach wieder zu besetzen. Also wenn irgendjemand zuguckt und sagt, er hätte übelst Bock, mal ein Festival zu organisieren, dann sind wir sehr dankbar, wenn sich noch ein paar Leute bei uns melden. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr einfach eine Mail an info@campusopenair.com schreiben. Und ansonsten brauchen wir dann, wenn es soweit ist und wir es tatsächlich endlich mal wieder veranstalten dürfen, auch ganz, ganz viele Helfer für Barschichten, Auf- und Abbau, Einlass, alles Mögliche, so also ohne ehrenamtliche Hilfe wird es nichts, aber wir freuen uns hoffentlich bald wieder eine richtig fette Party auf dem Campus zu schmeißen. Mit diesen wunderschönen Abschlussworten würde ich tatsächlich jetzt zu Mike und Jasmin übergehen. Danke dir. Danke auch. Und viel Spaß noch beim Licht, du machst es gut. Danke. Mike, Jasmin. Vielleicht erstmal Mike, erst Jasmin, wie ihr wollt. Wir machen erst Jasmin und dann ergänze ich dann dazu oder andersrum. Wir gucken mal. Dann erst Jasmin. Ja. Hi, ich bin Jasmin. Achso, du wolltest mir noch eine Frage stellen. Ich habe mich noch gefragt, was ich nämlich noch sagen soll. Ich muss nur sagen, Jasmin von dem Jugendfonds. Mehr nicht. Jetzt kannst du gerne was dazu sagen. Ich bin eine Person, die nicht jetzt von Projekten erzählen möchte, die hier umgesetzt oder ich mit umgesetzt habe. Ich wollte gerne erzählen oder wurde dazu eingeladen, tollerweise, um mal kurz Werbung zu machen, dass es die Möglichkeit gibt, noch Projekte umzusetzen und dafür auch einfach ein bisschen Geld da ist.
und ich mit Mike zusammenarbeite und wir zusammen das jetzt so stricken, dass es über den Second Attempt läuft, dass man da bis zu 1.000 Euro Projektgelder beantragen kann. Und diese Quelle heißt Jugendfonds. Genau. Und ich bin diejenige, die dieses Geld mit betreut, die mit das organisiert, mithilft bei Fragen, bei den Abrechnungen am Ende und letztendlich aber, genau, das jetzt so ein bisschen zum Second Attempt rüber oder dieses Geld oder diesen Topf enger an den Second Attempt geknüpft habe, damit es eigentlich einfacher wird, dieses Geld verwenden zu können und man zum Beispiel nicht selber jedes Mal einen Verein haben muss, wo eine Gemeinnützigkeit da ist, damit man überhaupt dieses Geld ausgeben kann. Weil es gibt ja, wie man hier sieht, wirklich viele Initiativen, Gruppen, Ideen, die ihre Dinge umsetzen möchten, ohne dass sie direkt schon eine Vereinsstruktur dahinter haben. Und ja, manchmal wächst dann daraus noch mehr, wie bei den vielen Sachen, oder es hält sich auch über mehrere Jahre oder die Personen wechseln. Aber manchmal sind es ja auch neue kurze Impulse, die mal wichtig sind für irgendeine Idee, irgendwas, was mal einen stört. Und ein bisschen ja, lauter zu werden, sein Problem zu behandeln, aber auch die Ideen umzusetzen, bin ich als Fach- und Koordinierungsstelle der Partnerschaft für Demokratie da und unterstütze mit diese Umsetzungen. Cool. Zusammengefasst. So, genau, jetzt möchte ich nochmal ein paar kleine Sachen mit ergänzen, weil Jasmin ist ja für den Jugendfonds beziehungsweise der Ansprechpartner und ich bin sozusagen der Ansprechpartner für den Impulsprojektefonds. Ihr habt ja schon einige Projekte heute gehört, die schon Antrag bei mir gestellt haben. Das Wichtigste ist, der Unterschied zwischen dem Jugendfonds und dem Impulsprojektefonds ist, dass der Impulsprojektefonds sich auf die Innenstadt West bezieht. Also die Projekte, die sich hier vorgestellt haben, sind meistens irgendwie an die Innenstadt West gekoppelt. Entweder hier, dass sie eine direkte Wirksamkeit hier in der Innenstadt West haben, beziehungsweise die Antragstellerinnen oder die Vereine oder die Institutionen oder Organisationen kommen direkt hier aus der Innenstadt West. Und für den Jugendfonds ist es eigentlich nur notwendig, etwas für die Stadt Görlitz zu machen. Sind eher jugendliche Formate, sind demokratische Formate. Es geht um Stadtgestaltung, es geht um Jugendbeteiligung, es geht letztendlich darum, Görlitz lebenswerter und bunter zu machen. Und letztendlich könnt ihr da entsprechend Gelder beantragen. Und wenn ihr da irgendwie Bock drauf habt oder irgendwie was, meldet euch hier bei mir oder bei Jasmin. Und dann werdet ihr weitergeleitet. Und dann ist es so, dass es ein Erstgespräch geben wird. Und wir dann die ganzen Sachen planen und ihr dann über die ganzen Zeitraum jemand habt, der das mit koordiniert. Ja, sehr schön. Cool. Danke auf jeden Fall an alle, die jetzt hier da waren, die was zu ihren Projekten gesagt haben, sich die Zeit genommen haben. Ja, auch cool, dass das hier so gut mit Zoom funktioniert, das einfach so in den Stream mit einfließen zu lassen. Ich bin wirklich begeistert, den Laptop einfach vor mich zu stellen und dann switcht es hier und das finde ich alles ziemlich cool. Ich freue mich ein bisschen, dass das so reibungslos funktioniert. Das wollte ich auch mal loswerden. Ja, danke auf jeden Fall und ich wünsche euch ansonsten noch einen schönen Abend. Schaut gerne beim Stream vorbei. Es gibt noch ein bisschen was auf die Ohren und ja, noch ein paar interessante Fragen beim Kneipenquiz. Auch an die anderen, bleibt gerne dran. Und ansonsten sieht man sich. Danke. Ciao, ciao. Danke für die Gelegenheit. Sehr gerne. Tschüss.